Weil den macht er mir eh kaputt. Dann gehst du gleich mal auf. Warum kann ich den nicht terraformieren? Okay, muss ich dann noch mal ein bisschen abwarten. So, wie lange brauchen denn diese Eulenkreuzer jetzt? Noch 34 Runden. Das ist doch abartig. Jetzt brauchen sie noch 33, also... Die Begegnung zwischen unseren beiden Völkern zeigt immer bewundernswerte Sachen. Das Basiskonglomerat verlangt, dass er das Gaia-System umgehend unseren Truppen übergibt. Du kannst mich mal. Fängst du jetzt mit dieser Scheiße auch an? Ach hier, der ist ja auch noch unfruchtbar. Dann sollten wir den nochmal kolonisieren. Oh, der Kreuzer ist fertig. 33 Runden sind übrig. 32 Runden. Mal sehen, wie lange er gleich noch braucht. Der Planet Venus wurde von einem vulkanischen Zusammen unfruchtbaren. Ja, es braucht ja mehrere Stufen. Ja, jetzt brauchen sie nur noch 16 Runden, nachdem die Großfabriken fertig sind. Das ist doch schick. Merkur. Bau, Bau, Bau. Bau. Dann die Venus. Da ist er noch am Bauen. Der Mars ist schon erdähnlich geworden. Der Pluto ist auch schon erdähnlich. Da können die beiden eigentlich mal draufgesetzt werden, ne? Und Gaia. Gaia ist... schon alles erdähnlich. Gucken wir uns die Planeten auch nochmal an. Genau, da baut er auch schon noch eine Forschungsstation. Okay. Karamis. Kann ich dich jetzt inzwischen terraformen? Nein, noch nicht. Was wundert mich aber. Das ging doch sonst eigentlich immer ganz gut. Tumponischen Farmen können wir nochmal upgraden. Die Industrieanlagen... können wir auf Concord auch nochmal upgraden. Ja... meinetwegen, dann müssen wir hier unten mal gucken. Ein Kreuzer ist fertig, der nächste braucht auch nur noch 16 Runden. Terraformung ist auf Level 2, demnächst auf Level 3. Dann macht er uns 20% pro Runde. Tarnkappengerät ist auch gleich aus Level 3. Erhöht die Reichweite eines Schiffes von der nächstgelegenen Kolonie. Okay. Turmstromgenerator. Ja, das läuft alles. Tarnkappengerät. Verteidigungsbonus 15%. Schick. So, da die Tarnkappe jetzt soweit fertig ist, kommt das Zielansprachesystem jetzt. Wenn die Terraformung fertig ist, bekommt die genetische Manipulation.
Und in der Waffenforschung wird dann der Schwerpunkt noch draufgesetzt. Oh nein, da unten wollen sie mich jetzt gleich angreifen, oder? Ne, doch nicht. Ungefechte plus 100 Bonus. Da habe ich schon so dermaßen viel Bonus. Wollen wir Robotik steigern, die Nahrungs- und Industrieproduktion? Dann kommt jetzt die Bewaffnung. Die Terraformung braucht nur noch 2 Runden. Okay, jetzt brauchst du noch eine Runde, dann machen wir die nochmal eben fertig. Die Terraformung. Ah, 20%. Von hier auf dem Planeten Karam ist 1. Das ist doch schön. Dann kommt jetzt Bewaffnung. Laserkanone braucht 12 Runden. Karam ist 1. Kann ich dich jetzt terraformen? Ich kann dich immer noch nicht terraformen. Ich weiß nicht warum. Ich kann es aber noch nicht. Vielleicht brauche ich da noch mehr Leute für. Und dann brauche ich noch irgendeinen zweiten Planeten, auf dem ich eine... Was ist denn hier? Du bist doch groß erdähnlich, hast aber wenig Ressourcen. Das ist natürlich schlecht. Concord. Concord 1. Kann terraformieren. Ja, klar, du kannst auch terraformiert werden. Concord 2. Kannst auch terraformiert werden. Du bist ja ein Wasserplanet. Du wirst schon. Riesig wüstenartig, genau. Wüstchenartig, nein. Riesig wüstenartig. Der, du würdest dann ja... Du würdest doch eigentlich einen guten, erdähnlichen Planeten dann abgeben. Mit relativ vielen Ressourcen. Da kann ich doch auch eine Werft und eine Sternbasis da drauf setzen. Als zweite Produktionsbasis für Schiffe. Richtig, richtig, richtig. Müssen die Industrieanlagen nochmal hier hochgezogen werden, ne? Und dann würde das ja funktionieren. Karmis 3 ist beendet, der Planet. Das ist ein erdähnlicher Planet. Schön. Aber warum kann ich den immer noch nicht terraformieren? Das wundert mich. Vielleicht kann man toxisch auch noch gar nicht terraformen. Xings. In Xings ist eigentlich überhaupt nichts Interessantes. So. Was geht hier ab? Basic. Okay. Ja, wenn der hier fertig ist, der Kreuzer in 11 Runden, kommt er mit nach Dragon 2. Schwerer Jäger, Truppenshuttle, Korvette, 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 Kreuzer, alt. Warum habe ich eigentlich in der Zeit eigentlich schon ein Mutterschiff gebaut? Schön Mutterschiff schwer. Du hast aber ganz viele Kampffliegerrampen. Und das hat aber dementsprechend Bewaffnung. Warum habe ich dich eigentlich nicht schon in der Zeit gebaut? Ist ja auch ein bisschen dämlich, ne? Wie viel Geld kostest du dich sofort? Das ist natürlich doch ganz schön... Also der Schnellbau kostet doch schon ganz schön viel Geld. Aber man kann ja natürlich schon mal vorausarbeiten ohne dem Mutterschiff. Venus, landwirtschaftliche Anlagen, Venus, Industrie, Venus, Sternarena, Venus. Die Terraformung von Concord 3 ist beendet, der Planet ist erdähnlich. Kunde erwartet neue Befehle. System untersuchen. Das untersuchen. Wir haben jetzt hier überall erdähnliche Planeten, das ist schön. Das heißt mit anderen Worten, auch die Bevölkerung sollte dementsprechend jetzt vernünftig wachsen.
da das Bevölkerungswachstum ja nach der Terraformierung auf Erdähnlich auf normal überspringt, als zum Beispiel auf 25% Abschlag. Und Merkur ist auch erdähnlich. Gaia 4. Ah, genau. Ja, ist die. Ja, die bringt uns auch schon gut was. Das ist doch gar nicht mal verkehrt. Wir sollten ja die ganzen technologischen Sachen noch einen ganz kleinen Ticken schneller ablaufen. Fortschrittliche Abfallbeseitigung. Abfallkontrolle plus 20%. Dankeschön. Und wir machen hier statt die Terraformung. Mach doch mal die Xenobiologie. Das bringt uns bei den Aliens in der Diplomatie Vorteile. Was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte mal gucken, wie viel Bevölkerung ist denn auf diesem ganzen Planeten inzwischen drauf. Sind nur im Millionenbereich. Ach, 1,62 Milliarden sind hier inzwischen drauf. Wo ist meine Forschungsanlage hier hin? Ich kann den immer noch nicht terraformieren. Gaia. Millionen. Hier ist unfruchtbar. Würde ich den nicht nochmal einnehmen hier? Kolonieschiff. Du hast schon Forschungsanlagen. Aber du hast Millionen. Was hast du hier? 1 Milliarde. Plus 0. Weil 1 Milliarde Menschen können hier nur drauf leben. Baue ich hier doch eine Forschungsanlage hin? Biene-System. Hätte theoretisch auch eine interessante Industrie, weil Rohstoffe viele. Brauchst du nochmal eine Anlage für Forschung hin? Concord 1. Ein paar Millionen. Auch noch nicht so viel. Projekte 17. 14. Runde übrig. Für erweiterte Industrie. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen. Geht das nicht schneller? Naja, okay, sind ja auch nur ein paar Millionen hier drauf. Und insgesamt können hier 19 Milliarden Menschen drauf leben. Hier können 8 Milliarden Menschen mittelerdähnlich. Okay. Oh, was geht denn hier ab? Die Barbeck. Ja. Würde ich hier demnächst auch gleich mal kennenlernen, wa? Hier ist Ys-In, die wichtigen Schlagzeilen aus der Galaxie. Unsere erste Meldung. Die Kamsacke sehen gefährlich aus mit der größten Flotte der gesamten Galaxis. Alter, ich stehe mit 19 ganz unten. Concord 1. Concord 2. Ich habe eine ganz schön miserable Flotte. Ich glaube, da muss ich wesentlich mehr Schiffe mal so langsam produzieren. Jetzt sitzen wir da so weit hinten ab. Oh, was ist hier los? Die Basis gegen die Tantik? Nee, da möchte ich gerade nichts mit zu tun. Bereich Xenobili wurde ein Durchbruch erzielt. Was ist denn auf Keeper? Du sollst einfach mal weiter erkunden. Oh, hier ist ein erdähnlicher. Xenobiologie.
Endergefechte plus 10%, Bodengefechte plus 10%, Diplomatie plus 5% Gefälligkeit, Ausrottung plus 5%. Toll. Bringt uns eigentlich nicht so viel. Was bringt uns die denn hier? Ausrottung. Eigentlich nicht unbedingt so wichtig. Da könnte ich auch eher die genetische Manipulation unserer Rasse hervorziehen. Und die Laser brauchen auch noch 3 Runden. Ne? Das ist doch schön. Wie lange brauchen der Kreuzer noch? 6 Runden. Okay. Jetzt habe ich gar nicht an das Kolonieschiff gedacht. Venus ist auch erdähnlich geworden. Damit sind hier jetzt alle erdähnlich. In unserem Hauptsektor. Ist das nicht schön? Eine... Das kostet 200 Millionen Credits für eine Kaserne. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Soll ich die auch bauen? Ach, hau drauf. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte Gaia 2 kolonisieren. Und ich wollte in Karimas gucken, ob ich den hier endlich kolonisieren kann. Nö, brauche ich hierfür in der Terraformung mehr Technologie? Nö. Kann natürlich sein, dass wir toxische Planeten eh nicht terraformieren können. Da die ja eine Oberfläche haben, die ja eigentlich total giftig ist, und ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas einfach überhaupt nicht terraformieren kann, da das einfach unmöglich ist, eine natürliche toxische oder toxologische Umwelt irgendwie zu reinigen, dass das vom Aufwand her auch überhaupt gar nicht möglich ist. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. So. Nach Hayas gehen, nehmen wir das Kolonisationsschiff mit. Laserkanone, Schaden 15. Ja, schick. Kaserne auf Planeten Erde errichtet. Die Soldatenausbildung auf dem Planeten Erde hat begonnen. Forschungslager auf dem Planeten Bierne. Errichtet. Naja, bringt ein paar Punkte. Forschungslager auf dem Planeten Karamis 2. Oh, das bringt auch ein bisschen was. Was haben wir denn hier noch? Render Docks. Landwirtschaft, Industrie, Rennarena auf dem Planeten errichtet. Karamis 1. Na, die hydroponischen Farmen müssen sich erstmal anpassen. Auf der Erde ist auch noch eine Kaserne fertiggestellt. Ach, so fängt er jetzt an mit der Ausbildung. Ah ja, guck mal, man sieht hier auch, wie viele man hat. 102.850 Soldaten haben wir. Schön, die Laser bringen mir auf Stufe 4 Schaden 20. Dann werden die nämlich auch mal weiter geforscht.
Schaden 225.